Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir Schuhe aus verschiedenen Epochen haben. Wir haben Schuhe aus allen Kontinenten. Das heißt, diese Ausstellung zeigt wirklich Schuhe über die ganze Welt verteilt und durch die Zeiten hindurch. Wir wollen eben Schuhgeschichte und Schuhgeschichten erzählen. Also wir erzählen, was für Schuhe für Bedeutung haben, was die Träger für Botschaften übermitteln, ob sie es wissen oder ob sie es nicht wissen. Schuhe sind zum Schutz der Füße entstanden, aber bald darauf bekamen sie weitere Bedeutung. Sie dienten der Repräsentation, sie waren Zeichen von Status und Macht. Sie sind stark verbunden mit dem Glauben, sie haben immer eigentlich eine positive Bedeutung und sie haben natürlich auch eine starke sinnliche Bedeutung, also sie sind stark mit Erotik verbunden. Man behauptet ja, dass nur Frauen einen Schuhtick haben. Wir haben ganz viele Schuhe von prominenten Frauen, zum Beispiel diesen hier von Marlene Dietrich. Aber die Ausstellung wird auch ganz sicher einiges Interessantes für Männer bieten. Wir haben auch ganz viele Promi-Schuhe von Männern. Beispielsweise diese hier von Boris Becker, die er bei seinem Wimbledon-Sieg 1986 getragen hat. Das ist ein Schuh von einer ungarischen Künstlerin, Zita Atalay. Und das Besondere an diesem Schuh ist, er sieht zwar aus, als wenn man ihn tragen könnte, das kann man aber nicht, weil sie fertigt Schuhskulpturen, die wirklich als reines Kunstobjekt sind. Man sieht es auch schon, die sind so fragil gearbeitet, man kann sie gar nicht tragen. Aber sie sind trotzdem wunderschön, finde ich. Wir haben ganz viele Highlights, die wir den Besuchern zeigen können. Eine davon ist diese Bronzeskulptur. Wenn man den Jüngling nur so sehen würde, wüsste man nicht, wer er ist. Aber wenn man auf seine Füße schaut, sieht man da Schuhe mit Flügeln. Und die kennzeichnen ihn eindeutig als den griechischen Götterboten Hermes, der zwischen Göttern und Menschen vermittelt und damit natürlich fliegen können musste. Abgesehen von Schuhen, die man ansehen kann, kann man selber auch Schuhe anziehen. Es gibt hier einen Laufsteg, wo wir Nachbauten von Schuhen quer durch alle Zeiten haben, die also die Besucher selber auf dem Laufsteg ausprobieren können. Und wir haben eine Schuhbar. Die Musikgeschichte ist ja voll von Liedern, in denen Schuhe eine Rolle spielen. Elvis Presley, Blue Suede Shoes, Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. All das kann man in der Schuhbar sich selber anhören und dann entsprechende Schuhe dazu ansehen.